Ich präsentiere Projekt Monsterkill mit Dete, Markus und Mel. Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Projekt Monsterkill. Wir sind jetzt schon bei Folge 37? 37? Ich vergesse das immer. Folge 37 und ja, wie versprochen, ich gehe jetzt als erstes durch das Portal. Achte auf dein Essen. Ja, ich habe volle Nahrung. Das sagen sie alle. So, ja. Ja, Traum ist nicht in Erfüllung gegangen, wir sind nicht direkt auf eine Festung rausgekommen. Ist aber vielleicht auch nicht verkehrt, stell dir mal vor, du kommst direkt auf eine Festung, direkt neben dem Lohnspawn. Alter, ich sehe auf jeden Fall schon mal eine Menge Pfeile. Also, ich habe hier einen riesen Kiesvorkommen, direkt um die Ecke. Ich sehe auf jeden Fall weiße Kaninchen. Guck mich an. Guck mich an. Guck mich an. Wenn es das wäre, würde es dich nicht angucken, sondern anspringen. Ja, wenn es mich noch nicht, Das hat nur einen Angriffsradius von 4 Blöcken oder so. Eben, wenn ich weit genug wegstehe. Oh, stirb doch einfach jetzt, bitte! Oh! Das ist prinzipiell nicht immer hüpfen! Günstige Version, Du Position bist noch klein, hier. Tut mir leid. Ist eine günstige Position? Eine ungünstige Position. Ungünstig? Wieso? Ja, ist nicht viel. Also wir kommen hier irgendwo raus, auf der einen Seite ist Wand, auf der anderen Seite ist tiefer Abgrund und Lavasee. Prinzipiell, ich grab mir hier einfach mal ein bisschen stupide durch die Wand durch. Immer schön Abstand halten, immer darauf achten, Lava könnte kommen. Ja, ja, ja. Ich hätte es wirklich vergessen. Das ist das Traurige dabei. Also theoretisch. Ja, ist okay. Ich höre Zukunftsmail schon reden. Warte. Ich mach das. Ist okay. Ganz ruhig. Da hinten ist ein Hexenhaus. Gibt's da drin irgendwas? Ein Kessel findest du da manchmal unten, einen Blumenpott, aber das also war's nichts, auch schon. Nichts Wichtiges, warum ich da gucken müsste, ob eine Hexe da ist. Nein. Gut. Hexe, so, aber haben wir ja. Mail, bist du zufrieden? Danke. Ja, ist okay. Gut. Abstand halten. Ja, Leute, ne? Das hatten wir jetzt schon länger nicht mehr. Ich grabe mich durch den Nether. Oh, wir sind tatsächlich hier irgendwo rausgekommen. Das ist jetzt interessant. Das hatte ich ja gehofft, aber irgendwie nicht so bald erwartet. Wo kommen wir denn hier raus? Nein, 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 nein. Oh, hier ist tatsächlich. Alter, da ist um die Ecke tatsächlich eine Festung. Das ist jetzt cool, aber ich bin woanders rausgekommen. Okay, Markus ist jetzt an der Hölle, das heißt, der muss nicht schlafen, ne? Ich muss nicht schlafen, nein. Dete ist unter Tage und merkt es wahrscheinlich gerade nicht, ne? Ach Mist, ich hab vergessen, nicht Doppel zu starten. Ich mach's jetzt. Ich liege. Ich kann hier nicht gerade liegen. Das ist schlecht. Dann lieg schief. Das ist ganz schlecht. Warum kannst du da nicht liegen? Jetzt liege ich. Ich musste erst eine Stufe höher gehen, da war nämlich ein Creeper. Okay. Da wollte ich ungern neben schlafen. Verstehe ich gar nicht. Wieso, der ist doch so flauschig? Der ist doch so flauschig. Der ist so flauschig, ja, aber das Einschlafen ist so endgültig. It's so fluffy, I could die! Ja, ich will mich jetzt hier nicht zu weit vom Portal entfernen. Das wäre ungünstig, wenn ich mich in der Hölle verlaufe. Ja. Aber ich habe schon etwas gesehen, wo ich drauf... Oh! Zombie-Pigments! Nein, 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 nein. Da warten wir darauf wieder, bis die einfach durchs Portal nach draußen kommen. Wir haben ja gesehen, das machen die gerne mal und genau so einen Moment warten wir wieder ab. Ja, willkommen hier. Das ist eine Festung. Oh, ich kann mich gerade nicht entscheiden, wo ich jetzt eher langlaufe, an welcher Biomgrenze. Ich halte mich gerade noch mal ein bisschen dezent. Warum? Alter! Die Hölle, die frisst Nahrung! Die saugt mich aus! Ohne Witz mal! Das hat mich beim letzten Mal gekillt und ich laufe hier rum, keine Ahnung, 2 Minuten am Laufen, auf einmal habe ich von Vollnahrung nur noch so 3.
So, ich muss jetzt... Ja, das ist ganz toll. Jetzt muss ich den Rückweg finden. Ist das der Rückweg? Ich glaube, das ist der Rückweg. Ja, das ist der Rückweg. So, jetzt muss ich mal gucken, wie wir am günstigsten da unten hinkommen. Da will ich hin. Und theoretisch, geschätzt sind das jetzt... Ah, sagen wir 80 Blöcke? 80 Blöcke bestimmt. So, das heißt, dann gehe ich jetzt mal hier von hier aus 80 Blöcke in die Richtung. Müsste ungefähr bei plus 40 rauskommen. Ich baue mich mal direkt durch, das ist einfach. Da müssen wir ein Stück bauen. Aber wir wollen sowieso anschließend runter. Oh, diese Gegend ist echt sehr baumlastig. Einerseits gut, andererseits sehe ich immer nur Bäume und denkst im Hintergrund, ja, vielleicht Dschungel, aber irgendwie dann doch nicht. Hey, nur noch 40 Blöcke. Ich höre ihn. Oh. Ja, okay. Alles gut, alles gut, alles gut. Alles gut. Hast du mittlerweile eine Rüstung an? Nein, ich renne ohne Rüstung durch Nether. Natürlich habe ich eine Rüstung an. Also ja, ob ich ohne Rüstung durch Nether gehe. Also ganz, ganz geisteskrank bin ich jetzt nicht. Bisschen, ja, aber nicht ganz. Ah, ich hätte wieder ein Abrissunternehmen. Solange er dir nur die Wände einreißt und nicht dich mit, dann... Wir sehen hier die Festung schon. Da will ich mich jetzt gleich von der Seite runterbauen. Noch eine Kuh. Ja, das sind nicht ganz 80 Blöcke, es waren nur 60 Blöcke, aber okay. Kaninchen, guck mich an. Das ist bis 15. Guck mich an. Okay, du bist das Falsche. Ja, das hätte mich hier jetzt natürlich fast ausgetrickst. Wir brauchen dein Leder. Ja, das sieht sehr überzeugend aus. Ja, geil. Okay, aber das sieht tatsächlich gut aus. Dann fange ich nämlich mal einfach von hier. Wow, ist das hoch. Oh, ist das doof. Gefühlsmäßig an mich runterzubauen. Hier habt ihr mal eine Fackel. Ich weiß nicht, habt ihr normale Nether-Wanderungen gesehen auf meinen Videos? So direkt so auf der... jetzt auf der freien Plane oder so? Ja, oder wenn ich mich durch so einen Berg durchgebaut habe halt. Ging. Also auf, so frei rumlaufen, ja. Durch den Berg bin ich mir nicht sicher. Jetzt komme ich hier gerade nicht runter, ey. Was mir nämlich fehlt ist, da habe ich jetzt auch nicht drüber nachgedacht, scheiße. Jetzt ist meine Spitzhacke kaputt gegangen. Ich könnte mir einen Eimer machen, glaube ich. Ich bin jetzt einmal gerade ein bisschen irritiert, weil ich nicht weiß, wie ich hier gescheit runterkomme, ohne mir die Haxen zu brechen. Ne? Wie ich denn hier hochkomme? So, ich nutze diese Kiste einfach mal, um das hier loszuwerden. Und eine neue Spitzhacke brauche ich. Wupp, wupp. Ja. La, 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 la. Ey, Kaninchen. Achso, wenn ich... Ach nee, ja. Ja, nee, ja. Ah, ich bin mir so unsicher. Wir müssen so viel auf einmal machen. Wir müssen ja auch noch Leder heranzüchten und so. Ja, ich töte jetzt unterwegs wieder jede Menge Kühe, aber bisher waren sie noch nicht sehr ergiebig. Ich hätte ja immer noch gerne ein Schwert mit Plünderung. Ja, geil. Nein, da will ich nicht lang. Ja, ist das so schön. Wir sind nicht bei Wünsch dir was. Wir sind bei So ist es. Nein. Ha! Haha, ich habe Erfolg. Echt jetzt? Na, mag was sein. Nein. Nein? Lol. Echt? Ja. Hat sie auch was fallen lassen? Ich hab's nicht... Ich hab... Also, da wollte ich jetzt nicht hinterher springen. Sie schwebte über einem Lavasee. Ja, okay, das ist... Ich glaube, das hätte ich mir wieder überall genommen dann. Du hast doch Übung da drin. Kannst mich gar nicht meinen. Lass mich... So. Na gut.
Ich hatte nur so gedacht, dass du da irgendwie Übung hättest, aber... Nein, nein, lass mich. Ich bin immer noch traumatisiert. Was sollen wir sagen? Ich bin ja versucht, jetzt hier so... Aber... Versuch lieber nicht. Leute, was sagt ihr? Komm, hier, so einmal. Also ungefähr, wenn da hinten so... Nein, 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 alles schön vorsichtig. Ich bin absolut vorsichtig. Pass auf, ich mach extra nochmal so. Okay, nein, da ist eine Loge gespawnt, ich mach das nicht. Nein. Vorsicht ist ein zweiter Vorname, ne? Ja, genau. Ich finde das toll, dass ihr das so aufnehmen konntet. Oh, ist das hier tief. Ah, wie soll ich denn... Ich muss? Anders geht nicht, Mel. Was denn? Ich muss mich hier ein paar Blöcke fallen lassen. Nein, 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 Oh, nein, nein, nein. das sind da noch vier, fünf Blöcke. Nein, 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 Anders komme ich da nicht hin. dann hol Das dir Ding ist schön. Sand. Hol dir Sand, lass es runter. Du hast da vorhin auch Kies gefunden. Hol dir Kies, lass es runterfallen. Okay. Machen Keine wir das. Experimente. Nein, ich habe das ja schon tausendmal gemacht, das war voll sicher und so. Ja, tausendmal, aber nicht in einem Reset. Da machst du Ja, es und nur auch einmal. vorhin Warte, warte, hatte. ich hab doch jetzt gleich schon das hier. Ich hab Kies geholt, ist okay. So, Ihr hattet jetzt. ja auch, du hast ja beim letzten Mal auch die besseren Schuhe gehabt und das hat dich gerettet meistens. Und jetzt denkst du, es würde reichen und dann reicht es vielleicht doch nicht, wenn du Na, Pech komm, hast. vier Blöcke. Vier Blöcke. Mail, bitte. Nimm den Kies. Ich hab Kies. Ist okay. Ich hab, aber bitte, vier Blöcke. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Vier Blöcke, May. Vier Blöcke. Ach, wie gut, dass mein Inventar nur sogar fast gar nicht voll ist. Das ist traumhaft. Man sammelt auch wirklich jeden Kram ein, ne? Ja. Toll. Wo ich jetzt das erste Mal eine Werkbank mache, meine ganz anderen Erfolge nicht gezählt. Ist ja super. Was wollte ich denn jetzt machen? Wo schießt das Ding lang? Geh weg. Ich habe da eine Wand gebaut, du kannst da nicht lang schießen. So. Ich hab Angst. Da muss ich hoch. Du machst nix. Ich geh weg. Oh, Alter, zünd dir den Block vor mir an. So ein Penner. Geh weg. Du siehst mich gar nicht. Oh, und im Rücken habe ich da diesen riesen Lavafall. Hallo? Du Das siehst ist schon wieder mich alles nicht. voll. Ah. Jetzt habe ich den habe ich weggeworfen. Eigentlich wollte ich noch ein bisschen Kies mitnehmen. Aber du hast ja gesagt, du hast so viel Kies, ne? Dann lasse ich das hier erstmal. Ja, theoretisch wäre hier auf jeden Fall genug Keys verfügbar. So. Machen wir das jetzt nochmal ein bisschen sicherer hier. Okay, eine Schlucht gefunden. Sieht aber auch nicht nach Minenschacht aus. Der campt da immer noch, so ein oller Camper. Na, wird es schon wieder dunkel? Ich glaube ja. So Leute, das fängt wieder gut an hier. Hier seht ihr wieder nichts. Hier seht ihr wieder nichts, oder beziehungsweise. Oh! Warum stehst du da so um die Ecke, du blödes Skelett? Aber ich kann dich eigentlich direkt mitnehmen. Hier habt ihr eine Fackel. Ich liege. Dann nehmen wir das Wither-Skelett hier auch noch mit. Ich Naja, nicht. Ich komme noch nicht zum liegen Moment.
Oh, ich dachte auch immer schon rechtzeitig an, dass es gleich Ja, rechtzeitig, das ist gerade. Weißt du, wie schnell das geht? Ich muss gleich schlafen und dann ich liege. Das geht ja gar nicht so in der Geschwindigkeit. Ich gehe lieber nochmal. Ich gehe nochmal hoch. Da hat mich was in den Hintern geschossen. Ist okay. Das muss zu. Ich geh noch mal raus. So. Boah, das ist mir alles noch ein bisschen heikel da drin. Das ist mir alles noch ein bisschen derbe heikel. Aber wir haben da Lore. Das ist schon einiges wert. Ich habe hier so ein Dingens gefunden. Ah, wie heißen denn? Also diese Riesenfichten. Ja, Tiger, Ja, ich Tundra, glaube, warte mal, Dingens. wird das nicht angezeigt? Tiger, genau. Ja, das Diese sind. Erde, diese extra andere Erde. So, ja, mit dem Potzoll. Heißt das, glaube ich, auf Ja. Englisch. Ist hier ein Dungeon oder? Ach nee, der bemooste Stein kommt hier normal vor, ne? Oh, ich dachte gerade schon. Okay. Den habe ich auch vorher noch nie so gefunden. Ich hätte halt nur von Weitem wieder hohe, breite Bäume gesehen, hat schon kurzzeitig Hoffnung, aber. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie ein Dschungel aussieht, weil das schon so lange her ist, dass ich einen gesehen habe. Hübsch. Aber mal was anderes. Na gut. So, ich mach mal hier, habe ich noch mal das Feld geerntet. So langsam füllt es sich ja. Aber die bemoosten Steine irritieren mich schon ein bisschen. Toll. Du Baum hängst einfach mal in der Luft, auch hübsch. So. Haben wir hier noch? Haben wir bestimmt. Da drüben. Ja, klar. Sehr schön. Dann bastel ich hier noch einen hübschen kleinen Weg zum Nether-Portal-Haus. Habt ihr denn da jetzt eigentlich einen Zombie-Spawner jetzt gefunden, da wo? Nein. Nein. Also waren nur zufällig so viele Zombies. Schade. Ich dachte, wir hätten da jetzt eine gute Möglichkeit, irgendwie eine kleine XP-Farm draus zu bauen. Das wäre cool gewesen, ja. Wir können Spawning Grounds bauen. Theoretisch. Oh, ich muss essen. Das vergesse ich jetzt bestimmt nie wieder. Ich nehme auch mal wieder was Neues zu essen mit hier. 20 Brote haben wir jetzt ja mittlerweile. Hier 40, dann nehme ich 20 mit. Was macht das Huhn hier unten? Da war bestimmt mal ein Skeletti drauf. Ein Skelett? Auf dem Huhn? Hühnerretter. Ja, das sind Mini-Zombies, aber nicht Skelette. Ich meine, ich hätte schon uns nicht Ne, gehört. Skelett geht auf den Ach, Spinner. Skelett geht auf Bleibt Spinne. auf. Ja, stimmt. Baby-Zombies können auch. Hühnern reiten. So, das ist ja so. Ah, ich kann ein bisschen Leder züchten hier. Haha. Ah, jetzt habe ich natürlich. Habe ich? Ich glaube, ich habe. Ich habe das ganze Getreide natürlich jetzt verarbeitet. Aber unser Feld wächst ja beständig nach. Das heißt, wir haben da tatsächlich schon wieder zwei, drei fertige stehen. Das ist cool. Ich weiß jetzt. Wie kommt das hier eigentlich zustande, bitte? Das hat da irgendjemand geschlammt hier? Also. Was denn? Ach. Ja, zwei nicht nasse Felder in der Umrandung des Feldes. Das darf ja eigentlich nicht sein. Da habe ich extra den Rand drum gemacht, damit wir sehen,
welche alle nass sind. Aber ist egal. Es wächst. Das ist die Hauptsache. Schön da bleiben. So. So, du und du und du und du und du bist für immer allein. So. Den nach da. Oh, ich hätte natürlich auch Samen überlassen können, damit ich jetzt Hühnchen füttern kann. Habe ich auch nicht. So, jetzt habe ich einen Samen. Einen Samen bringt mir nicht viel. Boah, ist das riesig. Dafür, dass wir eigentlich nicht mit großen Biomen spielen, ist das hier trotzdem unglaublich riesig. Ja. Aber du, ich glaube, ich habe ja verspätet die Folge. Ja. Den Timer gestartet. Ich glaube, es wird wieder Zeit. Na gut. Dann warten wir noch jetzt 1, 2, 3, 4 Blöcke. Nämlich beim Eisen. Okay. Ich sammle dann auch. Ich stehe ziemlich ungünstig gerade. Komm hier einfach. Random. Zack, 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 zack. Würde ich wahrscheinlich auch das nächste Mal nicht wieder rausfinden. Deswegen wäre es nett, wenn ich jetzt erstmal rauskäme. Ja, ist okay, dann mache ich in der Zeit noch ein bisschen mehr kleine Babyküken-Hühner. Babyküken-Hühner. So. Die vier können wir wieder setzen. Ja, so wird's doch langsam hier. Eine Pracht ist das, eine Pracht. Ich höre einen Zombie. Eine Spinne, aber ich weiß nicht, wo ich bin. Ich hab mich verlaufen. Nein. Döte, wo bist du? Du bist ganz nach unten. Ach, du hast dich da weiter runtergebaut. Oha. Da kam ich gerade her. Da muss ich hoch, richtig. Bist du da auf dem Bedrock lang gelaufen? Ja. Ich komme dir so ein bisschen entgegen, dass du vielleicht... Ja, da bin ich ja nicht. Ach so. Nee, deswegen frage ich ja, dass ich dir so ein bisschen entgegenlaufen kann vielleicht. Dass du ein Name-Tag siehst. Bin draußen. Ich brauche jetzt gleich nur noch eine Hausnummer, wo ich hin muss. Ach, du bist wieder woanders rausgekommen, oder ja, was? Immer noch. Minus 125 plus 250. Das kann man doch gut merken. Wo ist es? Ich habe doch hier gerade eine verzauberte Angel, glaube ich, gehabt. Ich schmeiß mal... Minus 125 plus 250. Haltbarkeit ja. Und Köder 3. Wie cool ist das denn? Zack! So. Kann ich die andere demnächst wegschmeißen? Sieh zu, Date, wir überziehen schon. Aber ich finde, unsere Base ist schöner denn je. Ja. Muss man einfach mal sagen. Ja, du hast ja noch nicht das Vollständige gesehen, denn jetzt. Ja, aber das letzte fand ich ja schon schön. Aber wir haben jetzt ich auch hab schon. Jetzt irgendwo hier ein Haus gefunden. Ja, ja, ich sehe dich schon, Date, da kommt er. Dann können wir ja schon die Folge beenden. Bin da. Sehr schön. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge, beziehungsweise wir hören uns in der nächsten Folge und bis dahin, ciao. Tschüss. Ciao.